Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Peacekeeper und gestern wurde ein Bild von den vermeintlich zwei Operatoren auf Reddit gepostet. Also noch nichts Offizielles, aber meiner Meinung nach sieht das schon verdammt danach aus. Wir hatten schon vor zwei Wochen einen Leak vom Season Pass gesehen. Da waren ja auf der linken, auf der rechten Seite auch neue Operator. Und wenn wir die beiden vergleichen, können wir damit ausgehen, dass das die identischen Operator sind. Wenn wir uns die Bilder anschauen, können wir auf jeden Fall das Staubige auf der rechten Seite erkennen und auf der linken Seite sieht es richtig futuristisch aus. Wir haben keine Embleme, sprich es ist nicht wirklich herauszufinden, aus welchem Land die beiden Operator kommen, aber es gibt Gerüchte, dass der rechte Operator aus Griechenland kommt und die linke aus Finnland. In den letzten paar Wochen gab es ja Gerüchte, dass wir einen Verteidiger namens Oryx bekommen und seine Fähigkeit ist, dass er durch die Wände durchbrechen kann, also einfach die Wände kaputt machen kann und das Bild würde richtig dazu passen. Also es könnte sein, dass er vielleicht mit seinen Ellbogen gegen eine unverstärkte Wand läuft und diese Wand dementsprechend kaputt geht. Die Animation kennen wir sicherlich schon vorher, sei es wenn wir auf den Airjump hingehen und nach hinten geschleudert werden oder beim Outbreak Event. Also ich glaube, es ist nicht unwahrscheinlich, dass der Verteidiger auf der rechten Seite diese Fähigkeit haben wird. Die linke hingegen wird voraussichtlich Yana heißen, aber wie gesagt, das ist jetzt noch nichts Offizielles, sondern immer noch Leaks. Und sie sieht richtig Hightech-mäßig aus, ihre Fähigkeit ist dementsprechend auch so. Und zwar wird sie in der Lage sein, Hologramme zu bilden und diese Hologramme selbst zu steuern. Hologramme kennen wir bei Alibi, bei der Verteidigern und jetzt wird es das erste Mal sein, dass wir auch ein Hologramm bei den Angreifern haben werden, das man auch selbst steuern kann. Wände aufmachen hingegen kennen wir vom Sledge bei den Angreifern und diesmal werden wir diese Fähigkeit auch bei den Verteidigern haben, sprich wir haben diese ganzen Fähigkeiten einfach mal getauscht. Und diese beiden Operator unterscheiden sich enorm, würde ich sagen. Die eine linke Yana ist einfach so ein Hightech-Operator, der rechte Oryx ist einfach so ein Standard-Operator, was einfach eine Fähigkeit quasi hat und die ausnutzen kann. Und ich muss sagen, mir gefallen die beiden Operator auf jeden Fall, aber ich bin eher schon der Oryx-Fan, weil mir seine Fähigkeit deutlich mehr sagt. Was haltet ihr vom Bild und von den vermeintlichen Gerüchten? Denkt ihr, diese Leaks könnten stimmen, sprich mit den Wände durchbrechen und mit dem Hologramm, was Yana steuern kann? Schreibt's gerne unten in die Kommentare, meine Freunde. Aktiviert die Glocke, lasst gerne ein Abo da und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao.